Die DEKRA-Prüfstelle in Stuttgart. Arbeitsplatz von Denise Ritzmann. Hier entscheidet sie täglich, gibt es eine Plakette oder ist hier Ende. Motoren und PS unter der Haube sind für die Frau mit den zwei Gesichtern die große Liebe. Ich denke mir bei solchen Motoren immer, das ist klein und süß, so putzig. Also ich könnte es für meinen Rennwagen als Anlasser verwenden. Das war eigentlich schon immer mein Traumjob. Ich habe Maschinenbau studiert und hier habe ich einfach meine Leidenschaft von Fahrzeugen und Autos in meinem Beruf drin und ich habe einen Heidenspaß. Bis zu 15 Fahrzeuge prüft die PS-Perle am Tag. Er tropft noch nicht runter, das ist so hart an der Grenze. Ich würde den Kunden schon mal holen. Ja, genau. Ja? Ich mache die Plakette schon mal drauf. Heute Abend geht es noch in die Werkstatt, jetzt nach Feierabend, noch alles fit machen. Ich freue mich schon. Mittwochnachmittag in Stuttgart. Nach Feierabend bei der DEKRA beginnt für Denise endlich die Zeit für ihre Leidenschaft. Na, Schnecke? Die Schnecke ist ein 1989er BMW E30 mit 8 Zylindern und 600 PS. Damit heizt die PS-Perle gerne über den Hockenheimring. Doch das Schmuckstück ist schwer angeschlagen. Zusammen mit Rennstallmechaniker Daniel Lehmann muss Denise ihren Boliden schnell wieder fit machen. Denn übermorgen will sie wieder auf die Piste. Letzte Woche hatten wir ein Rennen und da hatte ich zwei kleine Crashs. Einmal bin ich mit der Seite hier in die Mauer und vorne links war der zweite Crash. Der war noch mit einem anderen Fahrzeug zusammen, der war ein bisschen heftiger. Aber bei uns ist zum Glück nicht so viel kaputt gegangen. Hier sieht man noch die Stoßstangen, die sind beide auch frisch lackiert. Die werden wir nachher noch anbringen. Am Wochenende geht's für die 30-Jährige wieder auf die Rennstrecke. Verbranntes Gummi, quietschende Reifen und röhrende Motoren sind ihre Welt. Denise Ritzmann, zweifache Europameisterin im Driftsport. So, fängst du schon mal an, den Kardantunnel auszubauen? Jo. Und dann werden wir Kupplung entlüften, denke ich mal, als allererstes. Gut, dann gehe ich mal rüber und hol die Tür mal raus. Ich habe ein bisschen mehr Platz. Fast wie bei einem Matchbox-Auto. Es sieht so schwer aus, aber ist ganz leicht. Jeder Handgriff muss sitzen. In nur 2 Tagen muss Denise das letzte Training vor ihrem Drift Series Finale absolvieren. Bis dahin muss der Wagen wieder renntauglich sein. Dadurch, dass ich ja tagsüber noch arbeite, haben wir abends immer nur ein paar Stunden Zeit. Von daher ist es schon anstrengend, aber es ist jede Anstrengung wert, wenn ich in meinem Auto sitze und einfach nur fahre und Spaß habe. Auf. Auf. Warte, ich pump. Zu. Hier wird immer schlechter. Was reinkommt. Nochmal. Die Kupplung greift nicht. So lässt sich kein Gang einlegen. Passiert das nach dem Startschuss, ist das Rennen für Denise gelaufen. Schießt zurück. Gut. Ja. Sieht gut aus. Die beiden machen sich an den Einbau der frisch lackierten Teile. Auch äußerlich ist Denise voll auf ihren Wagen eingestellt. Ich habe meine Fingernägel immer der Wagenfarbe angepasst. Das letzte Auto war schwarz-grün. Dementsprechend waren die Fingernägel schwarz-grün das ganze Jahr über in der Saison. Jetzt sind sie grün-rot. Schon als Kind saß die Maschinenbauingenieurin lieber im Go-Kart als vorm Puppenhaus. Für mich ist Driften kein Hobby, für mich ist Driften eine Lebenseinstellung. Wenn ich im Winter nicht drifte, drehe ich durch und der Fuß zittert, weil ein halbes Jahr ohne Driften geht gar nicht. Und ja, ich freue mich auch schon wieder, am Freitag ins Auto zu sitzen, weil ich kann es schon kaum mehr abwarten. Das Auto ist gerüstet. Jetzt muss die Drift Queen es nur wieder zusammenbauen. Statt zu schrauben oder schweißen, schnürt sie die Stoßstange fest mit einfachen Kabelbindern. Es passiert gern mal, dass man Tuschierungen hat, auch mit anderen Fahrern.
dass die Stoßstangen, weil die ja alle aus GFK sind, dass sie nicht kaputt gehen, sondern einfach nur abfliegen und so wie sie dann wieder aufsammeln und dann kann man sie einfacher reparieren und muss nicht nach jedem Rennen eine neue Stoßstange kaufen. Bis vor einem Jahr hat Denise in einer Werkstatt an fremden Autos geschraubt. Das macht sie nur noch in ihrer Freizeit an ihren eigenen 5 Babys. So, Namus. Fertig, oder? Jo. Perfekt. Abmarsch. Kann Hockenheim kommen, Baby. Doch vorher geht's nochmal zurück in den Arbeitsalltag. Hier wird Gummi gemessen statt Gummi gegeben. Bei der Stuttgarter Dekra ist Denise die Herrin der Prüfplaketten. Statt Vollgas um sich selbst dreht sich hier alles um Sicherheit und die Straßenverkehrsordnung. Sehr gut. Einmal schon den Motor aus.